Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu ja, GTA 5 First Person heute. Und heute mal die Achterbahnfahrt in First Person. Ich hab noch meinen Motorradhelm an, hier ist der Beweis. Und jetzt machen wir das alles mal in First Person. Achtung! Ah, das geht gar nicht. Man kann das gar nicht in First Person wechseln. Ah, aber egal. Man kann die Hände hochheben. Finde ich eine richtig nice Sache. Oh. Kinokamera. Moin, moin. Oh, geil, Digga. Das ist ja Hammer. Hammer geil. Guck mal, Hände hochheben. Schreit mein Charakter? Ich weiß gar nicht. Das ist schade, dass man nicht in First Person wechseln kann. Das wäre aber wirklich Hammer gewesen. Naja, wenigstens können wir die Hände hochheben. Aussteigen kann ich nicht. Oh, jetzt muss ich schreien. Jetzt muss ich schreien. Es gibt Punkte, Digga. Es gibt Punkte. Ja, das war die schöne Fahrt. Es war eine kurze Fahrt. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal aus. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, viel ist jetzt gerade nicht los. Keine Ahnung. Aber naja, egal. So, Don Camoro schreibt schon. So. Oh, Chetski in First Person. Das muss ich euch zeigen. Aua. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Das muss man sich mal reingezogen haben. Wenn ihr L2 drückt auf der PS3, könnt ihr die Waffe so halten. Und wenn ihr R2 drückt, ganz vorsichtig, nicht ganz anschlagen, weil wenn ihr zu stark anschlägt, löst sich der Schuss. Dann könnt ihr nämlich immer so rumlaufen, wenn ihr Lust habt. Also so. Oder ihr lauft gerne so rum. Oder hier so. Und ihr seht ja hier, guck mal, dieses hintere Rädchen da, das dieses komische Teil da, das bewegt sich mit hier. Seht ihr jetzt nicht. Aber. So, also machen wir das mal. Fahren wir mal Jetski in First Person an sich. Achtung, jetzt einfach mal hier drauf. Ich glaube, das müsste auch dufte aussehen, Digga. Achtet immer darauf, dass ihr das, wenn ihr auch mal ein Live-Commentary macht, Ding macht, Radio ausmacht. Das ist unglaublich wichtig, damit euch, damit ihr nicht gesperrt werdet oder euer Kanal im schlimmsten Fall gebannt wird, weil die deutsche GEMA ist da knallhart und die löscht euer Video. Kleiner Tipp. Hammer, Digga. Und jetzt machen wir noch eine kleine Runde Call of Duty hier. Okay, also die Billigknarre ist mir am liebsten, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die sieht am nicesten aus. Kacke, Digga. Immer draufhauen, damit man auch sicher ist, dass er tot ist. Also hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht jetzt gerade. So, haut auf jeden Fall rein, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer YouTubeGamescom auf der PlayStation 4. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Ah ja, das, dieses, seht ihr das? Ich ziehe die Waffe durch und das Klicken hin. Das Ding bewegt sich. Die Feder, glaube ich, heißt das. Hammergeiles Ding. Ja, haut rein. Bis dann, euer YouTubeGamescom vom Clan Libanon Elite. Ciao.